Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video im Fall Julia F. Julia ist ja die Zweijährige, die eigentlich schon längst bei ihren Eltern mit Behinderung zurück sein sollte, laut Gerichtsbeschluss, aber vom Jugendamt Alt-Donau-Kreis, das in dem Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet wurde, seit nun über einem halben Jahr nicht zurückgegeben wurde. Und da stelle ich doch hier die Frage an den Landrat Heiner Scheffold, wie es dem ihm gefallen würde, wenn man ihm seine Kinder wegnehme. Wahrscheinlich sitzt er heute am ersten Weihnachtsfeiertag im Kreise seiner Familie, freut sich, dass alle zusammen sind, muss vielleicht heute noch zu dem ein oder anderen Termin, den er als Landrat eben auch am ersten Weihnachtsfeiertag wahrnehmen muss. Aber er ist ja sicher, wenn er zurückgeht nach Hause, dass dann seine Kinder dort sein werden und seine Frau. Ich weiß nicht, wie alt seine Kinder sind. Vielleicht sind sie alle volljährig. Dann hat er ja Glück. Dann wird ihm das Jugendamt Alb-Donau-Kreis die Kinder nicht wegnehmen. Überhaupt, da er ja der Landrat ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man ihm willkürlich die Kinder wegnimmt, wie man es bei den Bürgern macht, die in seinem Landkreis leben, wie zum Beispiel im Fall Julia F. Da ist das, was ich erfahren habe, was da an Gründen angegeben wurde vom Jugendamt, weshalb das Kind rausgenommen wurde, sehr dürftig, äußerst fragwürdig und von dem her, was ich weiß, gar nicht ausreichend, um eine aktive Kindeswohlgefährdung geltend zu machen. Ja, Herr Scheffold, wie würde es denn Ihnen gehen, wenn Sie jetzt, wie die Eltern von der Julia, am ersten Weihnachtsfeiertag zu Hause sitzen, ohne ihr zweijähriges Kind, ohne ihre zweijährige Tochter, obwohl es einen Gerichtsbeschluss gibt, obwohl man dem Landrat geschrieben hat, dass man bitte mitteilt, wann das Kind übergeben wird. Wie würde es Ihnen gehen? Können Sie sich da reinversetzen? Haben Sie eine Krippe zu Hause, in der ein Baby liegt, auf Stroh gebettet, von einem Esel und einem Ochs umgeben? Und denken Sie an die Weihnachtsgeschichte, wie hilflos dieses Kind doch da war und wie Maria und Josef betteln mussten, um eine Unterkunft zu finden. Das sind zwei Eltern, Eltern mit Behinderung, die es schwer genug haben im Leben, die betteln müssen, dass Ihr Jugendamt, Herr Scheffold, Ihnen gemäß eines Gerichtsbeschlusses die zweijährige Tochter endlich zurückgeben. In diesem Sinne, Herr Scheffold, Weihnachtsgrüße von meiner Seite an Sie, Ihre Kinder, Ihre ganze Familie. Danke fürs Zuschauen und falls Ihr und auch Sie, Herr Scheffold, über weitere Videos benachrichtigt werden wollen, dann klickt auf den Abonnieren-Button, aktiviert die Glocke, damit ihr über alle Videos Bescheid wisst. Tschüss, danke nochmal fürs Zuschauen.